Hallo, jeder liebt es, jeder kriegt es. Die Rede ist natürlich von der Lernplattform der Herzen, von Mebis. Hinter mir seht ihr schon die Startseite und obwohl Mebis optisch doch sehr im Charme der Nullerjahre verhaftet ist, so bringt es doch eine Menge an Funktionen mit und diese Funktionen machen Mebis zu einem wertvollen Tool im Unterricht. Jetzt, wo ich meinen Schreibtisch ein bisschen sortiert habe, möchte ich einen Blick auf einen der Kurse geben. Vorhin haben wir farblich markiert und man erkennt schon zwei ungelesene Beiträge. Und jetzt möchte ich mal schauen, was mir in diesem Kurs noch an Arbeit bevorsteht. Und dabei ist jetzt wirklich sehr interessant, diese Boxen hier auf der Seite. Diese Boxen vergrößere ich mal kurz. Na, wir sehen einen Unterschied. Es gibt die Boxen, die sind fest und es gibt gestrichelte Boxen. Diese Boxen hier, die festen, kann ich selbst markieren. Meine Aufgabe damit als erledigt setzen. Das ist später sehr, sehr wichtig, weil ihr sonst keinen Überblick mehr habt, welche Aufgaben ihr bereits erledigt habt. Diese Aufgaben hier, allerdings ist noch nicht automatisch abgeschlossen worden oder nicht durchklicken. Hier muss ich etwas tun. Meistens sind die Einstellungen derart, dass eine Aufgabe aufgerufen, also gelesen werden muss. Sehen wir mal, ob sich jetzt hier was geändert hat. Zurück in den Ordner der US Then and Now. Und tatsächlich, jetzt ist diese Aufgabe hier auch als abgeschlossen markiert. Und damit kann ich sehr viel leichter einen Überblick über die zu erledigenden Aufgaben erhalten. Wie allerdings sieht es aus, wenn ich eine Aufgabe einreichen möchte? Manche Aufgaben haben hier ein Handsymbol, das heißt, von mir wird eine Dateiabgabe erwartet. Die Aufgabe wird mir zwar schon als bewertet angezeigt, aber ich klicke trotzdem mal auf Abgabe hinzufügen, weil ich hier noch keine Lösung abgegeben habe. Ganz einfach kann ich hier eine Datei ebenfalls wieder per Drag and Drop abgeben, haben wir vorhin schon demonstriert, und dann ganz wichtig, auf Änderungen sichern, Änderungen speichern. Es wurde nichts eingereicht. Das liegt vielleicht daran, dass ich keine Datei habe. Hier unten sehen wir das Feld für den Adobe Flash Player. Wenn ich diesen hier aktiviere, habe ich nämlich dann die Möglichkeit, eine Sprachaufnahme zu hinterlassen. Mebis fordert hier den Zugriff auf meine Kamera und mein Mikrofon. Hier muss ich kurz meine Pointer-Software ausschalten, damit das funktioniert. Ich lasse ihn jetzt mal zu. Hier haben wir dann Aufnahmelautstärke. Passt. Und jetzt kann ich nämlich hier eine Sprachaufnahme hinterlassen. Ich spreche den Text ein, klicke dann auf Stopp, benenne sie mit Test, speichere das Ganze, klicke auf Upload und gehe auf Änderungen sichern. Hier kann ich nochmal die Datei nachhören und damit weiß ich sicher, dass eine Datei hochgeladen wurde. Mit diesen Tipps solltet ihr in der Lage sein, die Grundfunktionen von Mebis gut zu beherrschen. Wenn ihr noch weitere Videos wünscht, schreibt doch einfach in den Kommentaren.